Die Reifen sind platt, der Rahmen ist verbogen, die rostige Kette ist nicht mehr an ihrem Platz. Dieses Fahrrad ist ganz klar fahruntüchtig. Eines von 500 Schrottfahrrädern in Bremen jedes Jahr. Jutta Kiel und ihre Kollegen vom Umweltbetrieb sind regelmäßig auf Patrouille im Stadtgebiet, um die kaputten Drahtesel aufzuspüren. Hier im Viertel sind es besonders viele, die sich die Schrottradfahnder merken. Und sie schauen genau hin, denn nicht jedes Fahrrad, das nicht mehr gut aussieht, ist automatisch auch ein Schrottgefährt, das das Stadtbild verschandelt. Es muss eben halt ganz klar nicht mehr fahrtüchtig sein und auch, ob es lange steht, ob es womöglich eingewachsen ist, ob der Lenker fehlt, platte Reifen, ob es verrostet ist. Dann bekommt es von uns eine Banderole. Dann hat der Besitzer 4 Wochen Zeit, das Fahrrad abzuholen. Steht es nach Ablauf der Frist immer noch am selben Platz, kommt die Flex zum Einsatz. Die Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Wabeck entfernt die Räder und lagert sie zunächst ein. Diesen Job erledigen arbeitssuchende Menschen, die damit eine Weiterbildung durchlaufen. Denn wenn die Schrotträder nach einem halben Jahr immer noch niemand abholt, werden sie wieder flott gemacht. Eine Möglichkeit, angehende Zweiradmechaniker zu schulen. Und die tun damit auch noch was Gutes. Entweder können sich hilfsbedürftige Menschen hier in Bremen für ein kleines Geld das Fahrrad, also ein neu aufgebautes Fahrrad abholen, oder auch ein großer Teil der Fahrräder geht gemeinnützig nach Afrika ins Ghana-Projekt. Und damit gehören dann Schandflecke wie dieser hier am Ziegenmarkt der Vergangenheit an. Eventuelle Verkehrsrisiken sind die kaputten Räder auch keine mehr und Anwohner haben wieder einen freien Fahrradbügel mehr zur Verfügung.